Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Hexer Suck Day. Vorne vor, hier mit der Maya Müller am Start und der, na wo ist sie? Da ist sie, der kleine Fashion Piper. Hallo Piper. Ja, wir sind gerade dabei, hier ins College Square Stadion zu gehen. Das machen wir einfach mal, weil dort soll es irgendwie ein Problem geben und zwar mit ganz coolen Ghulen. Ja, und die besorgen wir uns mal. Nee, die entsorgen wir mal. So ist rum war das gewesen, ja. Gut, ein normaler U-Bahn. Ja, Bereich, der hier etwas dunkel ist. Schnapsgläser, sehr schön. Plastikmäßig. Okay, auch sehr schön. Die Frage ist natürlich. Maulwurfsrattentaschen. Wir könnten ja mal in Stealth-Modus. An diesem Ort bekomme ich echt Gänsehaut. Ja. Nuka Sherry, ein Klingelkorn, danke. Eine 10mm Automatik, toll. Ja, wir werden erstmal hier mal Standard durchgucken, genau. Erstmal so sehen, was hier ist so. Oh, ich sehe was hier. Gamma-Patrone, Brennstoff. Patrone, doppelschreutige, naja, Raider sowieso Twix. Was haben wir hier? Nuka, noch mehr Nuka und eine Nuka-Flasche. Die lassen wir mal sein. Wir werden irgendwann mal die ganzen Nuka. Oh, da kriegen wir eine Schraube. Selbstgefertigter, der ist rot. Gut, okay, den haben wir gefunden. Beziehungsweise gleich gesehen, also Bunsenstativ. Schaufel. Aha. Rotflinte. Kombi. Alles schick und gut. Und jetzt wird es bestimmt gleich gefährlich. Da vorne ist er. So, den nehmen wir mal, den Ghoul. Der Ghoul, der ist cool. So. Bam und... Yes. Das Interessante immer dieser Zeitlupen-Modus, dass auch Piper dann eine Zeitlupe spricht. So. Bisschen seltsam. So, Kronkorken, Erkennungsmarken, die nehmen wir mal mit. Was haben wir denn da drin? Oh, Einsteiger. Das ist was für uns. Die kennen uns mittlerweile. Ah, ja. So, da ist gar nichts zu machen. Da ist auch gar nichts zu machen. Na, da könnte schon was besser sein. Weiß nicht. Noch ein bisschen. Ja. Cool. Oh, ja, wir wollen das natürlich auch erstmal untersuchen. Oh, mit Pailletten, das Ding glitzert. Na, wie geil ist das denn? Ist ja Hammer. Nehmen wir mal mit. Mehr war da leider eh nicht drin, ne? Aha, eine kaputte Toilette. Nochmal eine Toilette. Eine Toilette und übrigens, oh, was ist das da? Kronkorkenvorrat. Sehr schön, dass ich in der Toilette drin geguckt habe. Ist da vielleicht irgendwas drin? Manchmal... Hahaha, halt. Zahnpasta. Okay, dann gehen wir wieder in den Stealthy-Mode. Da vorne ist ein Guli. So, Guli. So, und go. Es gibt Ärger. Die Guli wollen uns an die Wäsche. Genau, der Guli ist aber weg. Sehr schön. Ein Guli weniger. Da ist nochmal so ein hässlicher Affe-Spielzeug. Oh. Oh, ein Guli-Streuner. So. Na, das hat nicht ganz gereicht. Glaubt, den kriegen wir so nicht. Was ist denn das für eine Kürze? So. Da ist noch ein Guli. So.
Reloading, danke sehr. Also, Aluminiumdose, Kronkorken vergoldet ist sowieso. Spielzeug Auto, Regenschirm, verbrannter sowieso. Comic. Ich bin der Meinung, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass man die irgendwie aufwerten kann. Deshalb nehme ich die immer mit. Kronkorken sowieso. Kronkorken ist immer gut. Was haben wir da vorne? Buffouts. Schrot. Ansonsten nicht viel. Stimpacks. Ja, auf jeden Fall gerne. Klebeband. So viel zum Thema. Man findet hier kaum Kleber. Ohrkrieg. Mentats. So, weiter geht's. Ja, den hatten wir. Da geht's weiter runter. Da würde es auch nochmal so lang gehen. Jetzt habe ich natürlich wieder die Qual der Wahl, wo ich lang will. Gucken wir uns mal den Automaten mal hier an. Einmal die Cola raus. Abgeschlossen. Ja, das ist was für Experten. Also nicht für uns. Ja, da vorne ist so ein Robot her. Vorkriegskohle, U-Bahn-Marken, ja, keine Ahnung. Schade, komme ich nicht ran. Ja, wo wollen wir runter? Da oder da? Hahaha, wenn ich das wüsste. Da können wir ganz locker durch. Da können wir auch ganz locker durch. Wir gehen mal wieder in Stealthy-Mode. Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Genau. So, langsam ranschleichen. Oh ja, wir schleichen hier uns langsam ran. Arme, dreckige Ghule. So, schön rankommen lassen. So, wir geben denen hier mal einen Torso-Schuss. Aha, so, reloaden. Kronkorken, Patrone. Na, was ist los? Guli. Ihr seid so cooli. Piper ist sich auch gerade sehr unentschlossen, was passieren soll. Okay. Sauber bleiben, Boston. Bitte werfen Sie darum können. Aber man sieht, wie gut das wirkt mit den Schleichen, ne? So. Bam. Bam, der ist weg. So. Next one, please. Voll die Nahaufnahme. Ja. Auch den hat's gerissen. Also mittlerweile komme ich so, also mit diesen VAST und so, doch ein bisschen ins Spielgeschehen. So, Kronkorkenschale. Sowieso keine Ahnung, was war. Und nochmal eine Zigarette. So eine Scheiße loot ich hier. Es kann nicht wahr sein hier. Was soll ich denn mit Zigaretten? So, wollen wir mal schauen, was wir hier hinten haben. Aha, Einsteiger. Wir sind Einsteiger. Also genau die richtige Tür für uns. Da, was ist das? Nee. Aha, okay. Wie schön. Ja, wie schön. Stimpaks aufbereitetes H2O. Abraxo. Ach, nehmen wir auch mal mit. Tür. Besen. Ich weiß nicht. Das, darf ich hier mal bitte durch? Danke. Hier ist das sehr kaputt. Da sieht es auch sehr kaputt aus. Da vorne ist nochmal ein Guli. Der hat ihn sehr schön für den Guli. Hier ist nochmal eine Cola drin, ne? Die holen wir uns dann auch mal raus. Die sollten wir wirklich mal langsam zu Kohle machen. Die Kohle-Gole. Nee, Cola-Gole. Aha, Holzblock. Holzblock ist nicht so toll. Was ist da? Nochmal Kronkorken drin? Ne? So, Guli. So, 64. Danke, go. Massen auf Blue. Wilde Ghule.
Danke sehr. Kronkorken. Reloading. Aha. Hier ist nochmal U-Bahn-Bereich. Jetzt muss ich mal kurz mal von der Seite schauen. Was haben wir denn hier? Ach, da geht's direkt so. Okay. Da sind auch nochmal Aluminiumdose, Tafelmesser. Okay, da ist dieser defekte Bereich. Naja, wie man merkt, ich will hier das ganz genau wissen. So, hier war der Bereich gewesen, wo man durchkam. Ich muss mal gucken, ob er hier noch lag. Da, Vault-Tec, eine Loungebox. Vault-Tec Loungebox hinzufügt. Aha, okay. Mhm. Da vorne ist nochmal ein Gulli, Gulli, Gulli. Vorsicht. Ja. Legen wir mal was ausprobieren. Bringen wir es hinter uns. Streuner. Boah, Schleichangriff, da haben wir's. Genau das wollte ich mal testen. Das ist ja geil. So, Schrotpatrone, doppelläufig, verstärkt, Kleidungsrüstung. Da ist nichts, gut. Patrone. Sonst verkommt das alles ja nur. Ja, sonst verkommt das alles nur, deshalb nehmen wir das ja auch mit, Piper. Das ist ja die Tic-Tac dabei, ja? Das ist ja... Du musst das sein, ja? Da ist ein Skelett, das hat ein bisschen Diät gemacht. Das sind diese typischen Diätwitze, die hören auch nie auf. So. Auch den hat's gerissen. First Kill. First Strike. Oder so ähnlich. Okay, gut. Piper, Piper, Piper. Da ist ein Koffer. Entsperren Einsteiger. Wir sind Einsteiger. Das ist genau die richtige Kiste für uns. Oh ja. Oh ja, so ein bisschen. Nein! Dann ist es in die Richtung mehr. Genau. Gut. Das wär's. Was haben wir denn da drinne? Wir haben einmal was zum Xen. Das war zum Nixen. Dann nehmen wir Haarklammer, Mentheads und eine Schmalzlockenperücke. Wow. Kerzen. Okay. So einen Tod würde ich niemandem wünschen. Nee. Der Zug ist ewig nicht abgefahren und hat halt ewig hier drin gewartet. Ja, ja, das kennt man. Die Pünktlichkeit der BVG, davon kann ich euch hier in Berlin ein Running Gag erzählen. Irgendwas hatte ich hier noch gehabt gerade? Nee, sah nur so aus. Gut. Gehen wir mal weiter. Halt, was war da noch drin? Patron ist da noch drin. Ein Tagebuchfragment. Nehmen wir auch das mal mit. Schlosserhammer. Jets Superkleber. So viel zum Thema Kleber. Wir nehmen mal den Schlosserhammer noch mit, den Schraubendreher hier mit. Kronkorkenmine. Instant Püree, bisschen Creme, Dose, Dose, Dose. Lötlampe. Frostschutzmittel. Also eigentlich eine ganz schöne Menge hier. Schnapsglas. Das wird mal hier so geblendet. Wir waren da gerade. Ah. Okay. Gut. Feuer, hier könnte ich theoretischerweise kochen. Nochmal Schrot, Lederkombi, Räder. Ah, da vorne ist schon wieder einer. Schleichen wir uns langsam ran. Da sind sogar mehrere. Ich sehe dich. So, lassen wir den mal hier rankommen. Danke. So, Ghouli. Und der ist dann auch dran, ne? Voll so abgesäbelt, das arme Ding. Ich finde, dass diese Waffe vielleicht etwas OP ist. So 2-3 Gramm. Also, man kommt so fast in die Versuchung, nur noch die zu benutzen. Geht aber, ich meine, also, das ist echt nur noch übel, das Ding. So, Kronkorken, Klebeband. So viel zum Thema,
In Fallout gibt es nichts zum Kleben. Ja, dafür sind es bei mir die Schrauben. Aber irgendwas ist es ja immer. Verbessertes Entsperren. Da vorne ist eine Markierung, die läuft. Die muss ich wohl killen, glaube ich. Was immer da so garstig riecht, es sollte dringend zu einem Arzt gehen. Ja, das ist schon am Verwesen. Waren diese Orte schon immer so furchteinflößend oder ist das neu? Ich würde mal sagen, das ist neu, wobei es könnte auch schon immer so gewesen sein. Na, da komme ich nicht hoch. Versuch war es aber trotzdem wert. So, da ist wohl nichts weiter zu sehen. Was haben wir? Ja, der wollte nochmal hier rauchen. Rauchen tötet. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Keine Ahnung, ob die das waren. Wir haben eine Bowlingkugel. Nehmen wir die mal mit. Falls wir mal Langeweile haben, können wir Bowling mal. Hier, du kannst eh nächstes Mal mit anfangen. Okay. Ich würde mal sagen, das ist der andere Bereich, wenn man hier hochkommt. Das sieht sehr danach aus. Oder auch nicht. Nö, hier ist Sackgasse. Okay, da ist die Sackgasse. Hätte man die auch täuscht. Eine Güte, ja. Oh. Hallo, Robby. So. Ah, hier ist der andere Bereich, wo man dann hochkommt. Ich werde hier mal spaßenshalber mal komplettieren, damit wir nochmal gesehen haben. Ja, bla bla, das ist der andere Bereich. Okay. Oh ja. So, was haben wir da drin? Ein Mülleimer. Ein Brustkorb. Wer schmeißt denn bitte einen Brustkorb in einen Mülleimer? Das sind so manchmal Dinge. Klebeband. Übrigens, wir haben wieder Kleber gefunden. Kleber gefunden. Serpentin, ja. Verbindungsstange. Ist alles schön und gut. So viel zum Thema. Dass man hier in diesem ganzen Spiel Kleberarmut hätte. Das scheint der letzte Mutant zu sein. So. Gut, tanzen wir. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Ja, ich weiß. Danke. Abgeschlossen. Töte Ghule im College Square. Sehr schön. Berichte von den Siedlern. Nee, berichte den Siedlern von den Erfolg. So rum war das. Korb. Da ist nichts. Pümpel. Und übrigens wieder mal ein Klebeband. Das kann nicht was. Ein Wecker. Hast du es besser erhalten als erwartet? Ja, ich weiß. Ich nehme mal trotzdem so Zeug mit. Ein Aschebecher. Wir nehmen mal hier so Zeug. Oh, Kronkorken, Patrone. Mündungsbremse modifiziert, gekochte. Ach, alles im Zeug hier. Frank Abraxo. Ja, nehmen wir auch mal mit. Das ist verbessertes Entsperren. Das ist die Tür, wo ich dann sowieso so reinkam. Hier haben wir nochmal einen Pömpel. Hier haben wir nochmal eine Tafel sowieso. Oh, da ist nochmal Muni drin, ne? Da ist ein Schlüssel. Schlüssel zur College Square Station. Komm mal mit. Komm ich bestimmt da durch, wa? Ja, ich bin da durchgekommen. Voll. Ich könnte ja mal gucken, ob der Schlüssel jetzt auch oben funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Genau, da oben. Vielleicht komme ich ja doch noch in diesen Raum rein. Ja, tatsächlich. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Oh, Stimpaks. Was haben wir denn da? Vorkriegskohle, Kohle, 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 Kohle. Und? Leben und Liebe. Aha. Perfekt. Okay. Dauerhaft. Begleiter verursachen 5% Schaden mehr. Okay. Nicht das eigene Gewissen quälen. Ja. Sondern die sieht aber sehr aus. Scheiße. Alter Falter. Da. Duke's the Man. The Debian Festival, that is, blah, sowieso. Gut.
Hallo. Enter nehmen, so. Okay, theoretischerweise werden wir mal den auch loslassen wieder und den mutieren lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh. Jetzt sind wir definitiv mit Stimpaks wieder versorgt, ja, liebe Leute. Wir sind wieder mit Stimpaks versorgt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Stimpaks. Wir schauen mal nach. Und? Nutzen Stimpaks. Jo. Das Spiel gibt's, das Spiel nimmt's. So. Gehen wir mal da rein. Aha, wir haben wieder mal Minesweeper-Time. Broom, Crash, Flock, Diary und Aptly. Wir nehmen mal Broom. Null Treffer. Diary ist es dann auch nicht. Crash ist es auch nicht. Vital. Ja. Yes, genau. So, dann gehen wir mal in die Steuerung. Das machen wir ja mal nur mit Tastatur, damit ich die ganze Zeit die Maus schubsen muss. Dann schauen wir mal nach. Wir machen den auf Heiler-Modus. Persönlichkeit auswählen. Dann gehen wir auf First Aid. So, First Aid ist an. Und dann gehen wir auf... Auf was denn? Genau, aus rausgehen. Bla bla bla. Komm mal schneller. Wir haben noch keinen. Nein. So. Einheiten aktivieren. Danke. Zugriff auf Kapsel. Einheit wird initialisiert. Danke sehr. Go, go, go. Super. Okay, den haben wir aktiviert. Jetzt speichern wir schnell mal. Speichern, speichern, speichern. Neuer Speicherstand. Jetzt ruckelt der hier gerade wie Hulle. Okay. Na? Oh Gott, was ist los? Ruckel, ruckel. So, jetzt geht's. Ich schütze und diene. Ja, du schützt und dienst. Das ist sehr schön, dass du schützt und dienst. Und, so, und jetzt müssen wir wegrennen. Sperre und genieß das Feuerwerk. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern die Wahrheit erzählen. Bin direkt hinter dir. Der explodiert gar nicht? Okay. Was haben wir drin? Fusionszelle, Schaltplatte, Militärstandard und Stahl. Unten war da auch noch so eine verschlossene Tür, oder? Da war da auch noch eine gewesen. Mal gucken. Irgendwas war da hier noch was Verschlossenes, oder? Ne, da war die hier. Die hatten wir ja aufgekriegt. Bin ich jetzt alles offen? Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Nur mal kurz nachgucken. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich hier was verpasse. Das wäre ja etwas schade drum. Es war, glaube ich, hier eine verschlossene Tür, die waren, naja, von der anderen Seite hin aufbekommen hatten. Ich glaube, das war es dann an Protektoren-Dingsbums. In der einen U-Bahn hatten wir zwei gehabt. Ach, hier müsste doch theoretischerweise noch was sein, oder? Kann nicht sein, dass das hier alles ist. War ja ziemlich klein, das Teil hier, wa? Da läuft doch noch einer. Legendärer. So. Ja. Was für eine Verschwendung. Oh, der ist aber garstiger. Warte mal, nehmen wir mal die Schrotflinte. Wo heißen die da? So. Gib ihm mal eins. Der müsste jetzt knallen. Genau. So, der ist geknallt. So, das ist es doch. Das ist es doch. So, was haben wir drinne? Der Sprint aus verstärkter Rüstung. Yes! Was macht denn das? Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Ist aber dummerweise auch wieder rechtes Bein.
Es ist immer rechtes Bein. Das kann nicht wahr sein. Das wäre schön, wenn das mal andere Seiten wären. So, Fusionszelle, Vakuumröhre, Stahl. Danke sehr. So. So viel zum Thema Radioactivity. Dann werde ich mal Richtung Ausgang wandern. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Dann machen wir dann sozusagen einen Abgang in die Richtung. Bevor wir aber rausgehen, werde ich erstmal schnell was essen. Köderkeule. Ah, da kann noch eine rein. Köderkeule, wo ist die? Ja, Köderkeule. Danke sehr. So, und während ich mir hier gerade verdaue, wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allem dürft. Morgen wieder. In dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.